Hallo alle, ich hatte letztens über Extremisten gesprochen und es gibt da noch eine Sache, die da eine Rolle spielt und das ist ja quasi Propaganda. Wobei Propaganda ja auch wieder ein bisschen irreführend ist. Es ist wie bei so vielen Wörtern eben so, dass die ursprüngliche Bedeutung ganz anders ist wie die Bedeutung im Volksmund. Im Grunde genommen sind sämtliche Informationen, vor allem wenn sie positiv sind, sind Propaganda. Ja, so ist eigentlich eher die ursprüngliche Bedeutung. Aber mit der heutigen Bedeutung meint man eigentlich eher negative Informationen. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand schlecht gemacht wird. Ja, wobei das natürlich nichts über den Wahrheitsgehalt eigentlich aussagt, ja? Also wenn man die Wahrheit sagt, dann kann das genauso Propaganda sein, ja? Aber die meisten denken natürlich dann an, ja, weiß was ich, irgendwie Nazi-Propaganda oder sowas, ja? Ja, darüber will ich jetzt eigentlich auch sprechen. Ja, jetzt nicht nur Nazi-Propaganda, sondern diese Art von Propaganda eben. Ja, ich habe nämlich, ohne dass ich es wollte, ja, habe ich diverse Propagandafilme angeschaut. Ja, also zum Beispiel von den Nazis oder von der Sowjetunion. Ja. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, wie kann das sein, dass ich die nicht anschauen wollte? Ja? Ich bin einfach auf IMDb gegangen, ja, also das ist diese große Webseite, wo alle Filme gelistet sind. Und ich wollte einfach, ich hab einfach alle, bin einfach alle Filme durchgegangen, ja, die halt so die besten Bewertungen hatten, ja. Und oder die am realistischsten. Ja, die am als realistischsten gelten, ja. Und ja, und da habe ich gemerkt, dass diese Bewertungen vielleicht doch auch ein bisschen subjektiv sind, ja, weil unter den bestbewertesten Filmen sind dann eben auch solche Propagandafilme, die eigentlich mit der Realität, glaube ich, nicht so viel zu tun haben, aber egal. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ja, diese typische Propaganda, die funktioniert eigentlich immer gleich. Ja, also erstmal ist es schon mal so, ja, also man hat natürlich ein Feindbild, ja, irgendein Feindbild, irgendein Feind, den man schlecht machen will. Ja, das bei den Nazis war das die Sowjetunion, bei der Sowjetunion waren das die Nazis und so weiter. Ja. Der Feind kann tatsächlich sehr böse sein, muss er aber nicht unbedingt, ja, ist unterschiedlich, ja. Wie gesagt, es kann auch stimmen, was behauptet wird, ja. Also zum Beispiel, ja, wenn es Propaganda gegen die Nazis ist, ja, die Nazis haben ja tatsächlich eine sehr schlechte Sache gemacht, ja. Aber warum haben sie solche schlimmen Sachen gemacht, ja? Warum waren sie da zu fähig? Eben weil sie auch solche Propagandafilme geguckt haben, quasi, ja? Und da ist mir nämlich aufgefallen, diese Propagandafilme von den Nazis und von der Sowjetunion, so gegeneinander, die sind ganz, ganz ähnlich, die sind eigentlich gleich. Auch die Vorwürfe, wo sie sich gemacht haben, sind eigentlich alle gleich. Ja, und so haben sie sich dann auch wieder gegenseitig hochgeschaukelt, ja? Also so funktioniert das eben, ja. Man hat quasi ein Feindbild und macht dann diesen Feind schlecht. Und warum ist dieser Feind schlecht? Ja, weil der Feind, der verbreitet Propaganda. Zum Beispiel, ja. Also wenn zum Beispiel, was ich auch sehr interessant fand, ja, was auch die Nazis behauptet haben, ja, ist zum Beispiel, ja, Juden, denen darf man nichts glauben, weil die verbreiten Propaganda, ja. Zum Beispiel, wenn die Juden behaupten, sie würden in Arbeitslagern vergast werden, das ist Propaganda. Ja? Klingt natürlich auch, ja, zur damaligen Zeit, ja, klang das natürlich sehr, sehr weit hergeholt, ja, sehr unglaublich. Ja? Es war aber natürlich trotzdem wahr.
ja, und von Seife, ja, um mal ganz zu schweigen, ja, es wurde ja sogar aus Juden Seife gemacht, ja. Also, wenn dann natürlich ein Jude versucht hat, da, ja, drauf aufmerksam zu machen, ja, dann hat ihm natürlich keiner geglaubt, ja. Weil erstmal klingt das an sich schon sehr unglaubwürdig, wenn man behauptet, ja, da wird Seife aus Menschen gemacht, das geht ja gar nicht und überhaupt, wer würde sowas machen, ja. Und dann hat man ja, wurde man ja vorher schon von den Nazis gewarnt, dass die Juden Propaganda verbreiten, ja. Und dann ist ja klar, ach, das ist Propaganda, ja. So, jetzt, das Ding ist aber, die Nazis haben recht, es ist Propaganda, ja. Ich habe gerade gesagt, eigentlich, ja, jede Art von Information ist im Prinzip Propaganda, ja. Wenn ich irgendeine Information verbreite, verbreite ich automatisch Propaganda, ja. Das hat nichts mit dem Wahrheitsgehalt zu tun, ja. Aber die Leute denken dann, ah nee, das ist Propaganda, das kann nicht stimmen, ja. Seife aus Menschen, so Quatsch, ja. Und was sie vor allem nicht merken, ist, das, was die Nazis sagen, von wegen, die Juden würden Propaganda verbreiten, das ist ja auch Propaganda, nicht wahr? Ja? Der Unterschied ist bloß, die Propaganda der Nazis, ja, das ist eine Lüge, um andere Menschen zu diskriminieren. Und die Propaganda der Juden, ja, das ist die Wahrheit, die sie sagen, weil sie nicht getötet werden wollen. Ja, aber aufgrund der Propaganda hat es im Endeffekt den Effekt, dass man, ja, dass man Wahrheit und Lüge vertauscht, ne? Und am Ende denkt man, ja, die Nazis haben recht und die Juden verbreiten Propaganda, also stimmt das nicht. Und ja, es ist beides Propaganda, aber das eine stimmt und das andere stimmt nicht, ne? Und jetzt sage ich euch, welche Propaganda nicht stimmt. Die Propaganda stimmt nicht, die die Andersdenkende abwertet. Ja? Das ist die Art von Propaganda, die meistens nicht stimmt. Ja? Oder die Art von Propaganda, die, die schon im Voraus eben andere abwertet, sagt, diese Leute nicht als Menschen zu betrachten. Ja? Ich selber, ja, mache quasi auch Propaganda und ich mache im Prinzip auch das Gleiche. Ich warne die Leute vor Nationalsozialismus und auch vor Sozialismus und vor Kommunismus und all diesen bösen Sachen. Und ich sage, das sind böse Sachen. Und ja, und wenn man sowas sagt, das ist auch Propaganda. Natürlich ist Propaganda. Ja, aber das heißt nicht, dass es nicht stimmt. Und vor allem, ja, sage ich das ja nicht, weil ich irgendwie gegen Nazis diskriminieren will oder sowas, ja, auch nicht gegen Kommunisten, ja. Ich habe auch viele Bekannte, die, okay, das klingt jetzt auch wieder komisch, ne? Gut, aber ich hab auch viele Bekannte, die Nazis sind und auch viele Bekannte, die Kommunisten sind, ja. Gut, deswegen bin ich kein Nazi und kein Kommunist, ja. Aber ich bin zu denen freundlich, ja. Ich habe jetzt absichtlich nicht Freunde gesagt, aber wenn man die fragen würde, ja, die würden mich vielleicht sogar als Freund betrachten, weil ich freundlich zu denen bin. Warum kann ich nicht freundlich zu denen sein? Ja, ich habe ja nichts gegen die als Menschen. Ja, ich hab natürlich was gegen Nationalsozialismus und ich habe auch was gegen Kommunismus, ja, weil es eine Ideologie ist, die Andersdenkende diskriminiert und die Menschen dazu bringt, gegeneinander zu kämpfen und andere Leute zu diskriminieren und anderen Leuten großen Schaden zuzufügen. Deswegen denke ich, ist es wichtig zu sagen, ja, dass das so eine Ideologie, eine böse Ideologie ist. Aber heißt das, dass alle Menschen, die an diese Ideologie glauben, automatisch böse sind? Nein! Nein! Ja? Und das ist eben was viele nicht begreifen. Ja? Das hat ja nichts mit den Menschen an sich zu tun. Ich denke deswegen nicht schlecht über die Menschen. Ich denke höchstens, ja, schade, dass er auf so eine falsche Ideologie reingefallen ist und jetzt andere Leute hasst. Ich bin höchstens traurig für ihn, ja. Aber ich bin trotzdem noch nett zu ihm, ja. Ich muss deswegen nicht böse zu ihm sein, ja. Und das ist der Unterschied, ja. Das ist nämlich nicht das, was, trotzdem verbreite ich natürlich Propaganda, ja. Was gegen Nazis sage, oh, Korrigierung,
Wenn ich etwas gegen Nationalsozialismus sage, dann verbreite ich natürlich Propaganda. So, und die Nazis verbreiten natürlich auch Propaganda. Der Unterschied ist, dass die Nazis eben nicht diese Unterscheidung machen. Ja, diese Unterscheidung, die ich jetzt gerade gemacht habe, dass ich sage, ja, okay, Nationalsozialismus ist böse, aber deswegen müssen ja nicht unbedingt alle Leute, die da daran glauben, böse sein. Viele haben das vielleicht einfach missverstanden oder wurden dazu gezwungen oder, ich unterscheide da zwischen den Menschen, ja, und es sind ja auch nicht alle gleich, ja. Man kann auch nicht sagen, alle Nazis sind böse, ja? Weil dann wäre Oskar Schindler ja auch böse, war auch ein Nazi, ja? War ein Mitglied der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, ja? Umgangssprachlich nennt man sowas ein Nazi, war ein Mitglied, sogar ein recht einflussreiches, hochrangiges Mitglied, ja? Also kann man nicht verallgemeinern und sagen, selbst bei Nazis, und ich nehme jetzt absichtlich so ein Beispiel, ja, nicht weil ich irgendwie sage, Nazis sind nicht so schlimm oder sowas, im Gegenteil, ich denke, Nazis sind sehr schlimm, ich denke, Nazis sind sehr böse, aber nicht die Menschen an sich, sondern die Ideologie, ja, und selbst wenn es natürlich unter den Nazis viele Menschen gab, die aufgrund dieser Ideologie, aufgrund dieser Hetze, aufgrund dieser Vorurteile viele böse Sachen gemacht haben. Heißt das, die haben alle böse Sachen gemacht? Nein. Selbst unter Nazis gab es gute Menschen, wie eben zum Beispiel Oskar Schindler. Ja? Das heißt, selbst unter Nazis kann man gute Menschen finden. Ja? Und das ist eben die Unterscheidung, die ich mache. Ich verallgemeinere da nicht. Ich sage nicht, die Menschen sind alle böse. Nein. Ja? Selbst Nazis sind nicht alle böse. Nein. Aber die Ideologie und die Propaganda der Nazis, die ist böse. Weil die Propaganda der Nazis macht nicht die Unterscheidung, die ich jetzt gerade gemacht habe, ja, sondern die sagt, unsere Feinde, die sind alle böse. Alle böse. Ja? Die Juden, die sind alle so. Die sind alle böse. Juden sind alle böse. Da gibt es keinen, der gut ist. Gibt es keine Ausnahme. Ja? Oder bei Kommunisten, ja. Kapitalisten sind alle böse. Es gibt keine guten Kapitalisten. Das ist gar nicht möglich. Ja? Kapitalisten sind grundsätzlich alle böse und die müssen vernichtet werden. Ja? So. Ja? Und deswegen sind diese Ideologien und diese Art von Propaganda böse. Ja? Das ist eine sehr böse Art von Propaganda, weil es gegen die Menschen diskriminiert. Weil es eine Gruppe von Menschen irgendwie als Feinde abstempelt, ja, es nimmt eine Menschengruppe her, irgendwelche Andersgläubigen und sagt, ja, das sind jetzt unsere Feinde und die sind alle böse und da gibt es keine Guten und die müssen alle vernichtet werden, ja, das ist im Prinzip, was sie sagen, ja, um es kurz zu sagen. Und und wenn man sowas wirklich glaubt, dann ist man zu sehr schlimmen Sachen in der Lage. Und das heißt nicht, dass der Mensch, der dann solche schlimmen Sachen macht, dass der das macht, weil er böse ist, sondern der macht das, weil er hinters Licht geführt wurde. Weil er wirklich glaubt, diese Gruppe von Menschen, was im Prinzip ganz normale Menschen sind, aber ihnen wurde wirklich eingetrichtert, das sind alles keine Menschen mehr, das sind Untermenschen und das sind alles Ausbeuter und die müssen alle vernichtet werden. Ja, das sind keine guten Menschen mehr, das sind keine Menschen mehr, das sind Monster, ja? Und wenn man andere Menschen als Monster betrachtet, dann wird man zum Monster.